Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir haben hier im Gespräch beim letzten Mal einen kleinen Cut gemacht und wir werden damit sofort weitermachen. Ich kann die Friedensverhandlungen nicht guten Gewissens beginnen, solange der emporstrebende Fürst, der Mann, den ich als Fürst Baccaro kannte, noch dort draußen ist und wer weiß, was plant. Ich fürchte, ich brauche erneut eure Hilfe, meine Teure. Wir müssen die Insignien des Druidenkönigs Baccaros Händen vorenthalten. Baccaro hat bereits die Stulpe, doch Graf Stefan und Druidin Laurel haben die Krone und den Stab. Dann müssen wir davon ausgehen, dass Graf Stefan und Druidin Laurel in Gefahr sind. Falls Fürst Baccaro wirklich glaubt, er sei der Erbe des Efeu-Throns der Druiden, wird er alles tun, um sich durchzusetzen. Wir müssen nach Galen reisen und die restlichen Insignien verteidigen. Was soll ich für euch tun? Druidin Rüvana und ich werden Sajie bitten, uns nach Galen zu segeln. Während wir den Stab beim Steinlehre-Zirkel abholen, möchte ich, dass ihr zu Graf Stefan reist und die Krone des Druidenkönigs beschützt. Wir werden euch im Castel Monar treffen, sobald wir können. Ich reise nach Vostür und helfe Graf Stefan. Ich lasse die Kapitäne Kalin und Zuso zurück, um die Anführer der Allianzen zu bewachen, während wir nach Galen reisen. Erst beschützen wir die Insignien. Danach halten wir Fürst Baccaro auf. Oder den emporstrebenden Fürsten. Oder wie auch immer er sich nennt. Reist nach Vostür und beschützt die Krone. Warum können wir nicht einfach mit den Friedensverhandlungen beginnen? Blöde Frage. Weil wir nicht wissen, wie weit Baccaros Verschwörung reicht. Die Anführer der Allianzen sind im Palast sicher, bei ihren treuen Kapitänen, die über sie wachen. Und wir wollen nicht, dass sie jetzt schon von diesem Verrat hören. Dann wären die Verhandlungen im Handumdrehen vorbei. Was geschieht, wenn Fürst Baccaro alle drei Insignien des Druidenkönigs bekommt? Ich weiß es nicht. Ich bin keine Fachfrau für druidisches Recht und Prophezeiungen. Laut dem, was ihr und Rüvana entdeckt habt, glaubt Baccaro ein direkter Nachkomme Kasorains zu sein, des letzten Druidenkönigs. Wenn er die Insignien an sich bringt, könnte er den Titel beanspruchen. Und die Druidenzirkel würden ihn als ihren König annehmen? Ich unterschätze nie, was religiöser Eifer hervorbringen kann. Zumindest würde ihm seine Verbindung zu diesem Erbe über seine mütterliche Seite einen rechtmäßigen Anspruch auf die Macht verschaffen. Und vielen wäre der Efeu-Thron wohl lieber als der Rubin-Thron. Wie geht es euch, Fürstin Arabelle? Hat das Gegenmittel gewirkt? Druidin Rüvanas Elixier hat Wunder gewirkt. Ich fühle mich schon stärker. Doch ich war lange durch das Gift geschwächt. Ich rechne damit, dass meine Genesung langsam, aber von Dauer sein wird. Keine Sorge, meine Teure. Ich überlasse fürs Erste euch und Rüvana die gefährliche Arbeit. Na, da bin ich ja beruhigt. Was haltet ihr denn noch davon? Ich begleite Fürstin Arabelle nach Glimmerbergsee und vergewissere mich, dass der Stab des Druidenkönigs sicher ist. Wir treffen euch in Vostür. Seid vorsichtig, meine Freundin. Werde ich sein. Kaska? Ich dachte schon immer, Fürst Baccaro ist zu gut, um wahr zu sein. Ich hätte ihn fressen sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Jetzt müssen wir ihm auf Galen nachsetzen. Kein Thema, Kaska. Du kriegst bestimmt noch deine Chance, ihn zu fressen. Sajis neueste perfekter Sprung ist die bisher perfekteste perfekter Sprung. Dieser verspricht, Fürstin Arabelle nach Galen zu bringen, ohne Baccaro oder seinen Orden der Emporstrebenden zu alarmieren. Sajis ist gut darin, leise zu sein. Wie ein Schatten wird er sein. Ganz gleich, was Kaska euch vielleicht erzählt. Ich erinnere mich da nur dran, wie wir die beiden kennengelernt haben. Ob er da wirklich so leise wie ein Schatten vor allen Dingen sein kann. Ja, das werden wir sehen. Wir treffen erstmal Graf Stefan. Durchsucht das Kastell. Wenn es noch mehr abtrünnige Ritter gibt, legt sie in Ketten. Wir haben sie aus der Bibliothek vertrieben. Ich prüfe, ob etwas beschädigt oder gestohlen wurde. Manchmal irre ich in den dunkelsten Stefan, was geht hier ab? Ich bin froh, euch wiederzusehen, meine Freundin. Ich wünschte nur, eure Ankunft ginge nicht wieder mit einer Krise einher. Was ist los, Graf Stefan? Ein Kontingent Ritter von der Liga der Standhaften ist in die Burg gekommen.
Das ist nicht weiter besorgniserregend, wir sind schließlich Verbündete. Doch wir wurden über den Besuch nicht in Kenntnis gesetzt. Als eine meiner Ritterinnen sie die Bibliothek betreten sah, ging sie dorthin, um sich das näher anzusehen. Was fand eure Ritterin vor? Sie erwischte sie beim Durchsuchen der Bibliothek. Sie griffen sie an, doch sie konnte sie abwehren und Hilfe rufen. Meine Ritter vertrieben die Schurken, aber wir sind uns nicht sicher, ob etwas gestohlen wurde. Oder ob sich noch mehr von ihnen irgendwo im Kastell verstecken. Das könnte der Orden der Emporstrebenden sein. Sie stahlen der Liga vor kurzen Rüstungen. Der Orden der Emporstrebenden? Die abtrünnigen Ritter, die euch auf Hochinsel so viel Ärger bereitet hatten? Was würden die wohl in meinem Kastell wollen? Wir haben herausgefunden, dass Fürst Baccaro ihr emporstrebender Fürst ist. Er will die Insignien des Druidenkönigs. Dann müssen diese Betrüger nach der Krone des Druidenkönigs gesucht haben. Kommt schon, wir müssen sofort die Bibliothek überprüfen. Und danach will ich mehr über eure Anschuldigung bezüglich Fürst Baccaro hören. Sagt mir nicht, dass ihr die Krone in der Bibliothek verwahrt habt. Ich bin davon ausgegangen, sie wäre eingeschlossen in einem Kasten in der Bibliothek sicher, bis ich andere Vereinbarungen treffen kann. Wir hatten keinen Grund, davon auszugehen, dass die Relikte in Gefahr wären. Außerdem traf ich erst kurz vor euch wieder im Kastell ein. Wo wart ihr, als die Eindringlinge kamen? Am Anleger, bei den Vorbereitungen für den Empfang von Fürst Baccaros Schiff und den Hilfsgütern, die er versprochen hatte. Sie kamen nie an. Von dem ausgehend, was ihr mir erzählt habt, war das wohl Teil des Ablenkungsmanövers. Vergewissern wir uns, dass die Krone sicher weggeschlossen ist. Mhm. Hier entlang zur Bibliothek. Das wird sie vermutlich nicht sein. Nach allem, was er mir so erzählt hat. Oh, warte, Stefan. Formen des Glaubens, die Bretonen. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich muss dem Stefan hinterherrennen. Ich muss mich was beeilen. Sir Stefan, wartet. Hier. Ach du Schande. Oh je. Verdammt, sie haben hier alles durchwühlt. Lasst uns nachsehen, ob der Kasten noch hier ist. Ihr kommt zu spät, Narren. Die Krone gehört jetzt dem Orden der Emporstrebenden. Ich schätze, das heißt nein. Anwar und Lisette, die Wahrheit. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wir bleiben bei der Hauptstory. Stefan? Achso, wir müssen die Krone noch finden. Oder halt eben nicht finden. Weiß ja nicht, wo der die aufbewahrt hat. Irgendwo weggeschlossen, hat er gesagt, aber... Nein, der Kasten ist leer. Doch woher wussten sie, dass sie in der Bibliothek suchen müssen? Noch dazu hinter den Regalen. Stimmt, jetzt wo er es sagt. Sie haben die Krone gestohlen, direkt aus meiner eigenen Burg. Wie ist das möglich? Ihr sagtet, Fürst Baccaro steckt hinter all dem? Ich glaube, ihr sagt mir lieber, was ihr wisst. Fürst Baccaro ist der emporstrebende Fürst. Er glaubt, ein Nachkommen des letzten Druidenkönigs zu sein. Wenn man weit genug zurückgeht, haben die meisten Bretonen irgendwo in ihrer Ahnenlinie einen Druiden. Doch so viele Aufzeichnungen sind verloren gegangen. Wie kann er da so sicher sein? Ungeachtet dessen, warum das Ablenkungsmanöver mit den Friedensverhandlungen und dem Orden der Emporstrebenden? Er will als neuer Druidenkönig gekrönt werden, den Rubinthron durch den Efeuthron ersetzen. Dann steckte Baccaro hinter allem? Den Anschlägen auf das Leben der Anführer der Allianzen? Dem Tod der Erzdruiden? Dem Tod von Raval und meinem Vater? Wartet. Druidin Laurel, der starb. Laurel und Fri sind in Gefahr. Fürstin Arabelle ist zum Steinlehrerhof gegangen, um Druidin Laurel zu warnen. Orlight mag an ein neues Zeitalter geglaubt haben, doch Baccaro führt uns zur grünen Geißel. König Kasurains Prophezeiung von einer Rückkehr des Druidenkönigs sagt zwei Möglichkeiten vorher. Entweder eine Ära des Friedens und der Harmonie oder eine Zeit der vor Zorn rasenden Natur. Was sollen wir tun? Geht nach Glimmerbergsee und sorgt dafür, dass Laurel und der Stab in Sicherheit sind. Ich versammle die Ritter, die ich entbehren kann. Ich werde fragen, ob Kapitän Siravan bereit wäre, uns wieder zu helfen. Ich habe das Gefühl, wir werden alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können, um Baccaro und seinen Orden der Emporstrebenden aufzuhalten. Sicher, wenn sie noch da ist, heißt das. Kapitän Siravan ist immer noch auf der Insel? Siravan ist eine Söldnerin. Doch sie und ihre Goldklingen haben sich als vertrauenswürdig im Kampf gegen die Grauensegel und den Feuersang erwiesen.
Seitdem haben wir sie bezahlt, um uns bei den Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Hm. Wir brauchen jedes Schiff, das wir anheuern können. Vorräte und die Verwundeten zu verschiffen ist eine Sache. Wird sie auch einwilligen, wieder an unserer Seite zu kämpfen? Ich werde es erst wissen, wenn ich frage. Und falls sie sich weigert, werdet ihr immer noch Haus Monar in der Schlacht auf eurer Seite haben. Nun beeilt euch, meine Freundin. Geht und sorgt dafür, dass der Stab und Druidin Laurel sicher sind. Bin schon auf dem Weg. Wir sehen uns dann direkt am Zielort wieder. Druidenfreundin, dank sei Öfre, dass ihr hier seid. Etwas Schreckliches ist geschehen. Kommt! Ein sprechender Busch, oh nein! Okay, die wollen nichts sagen? Nein! Fürst Bakaru hat uns verraten. Er hat den Stab des Druidenkönigs an sich gebracht. Na super. Bitte sprecht mit Druidin Laurel. Sie braucht eure Hilfe. Würde ich ja gerne, aber du standst im Weg. Fäule und Verdammnis! Fürst Bakaru! Er hat uns verraten! Erzählt mir alles, was geschehen ist, Laurel. Fürst Bakaru und ein Kontingent von Rittern der Standhaften trafen mit ihren üblichen Versorgungskisten ein. Er sprach mit mir, warnte mich, dass der Orden der Emporstrebenden es auf die Insignien des Druidenkönigs abgesehen hätte. Er wollte sich vergewissern, dass der Stab sicher ist. Was habt ihr dann getan? Fäule noch eins. Ich tat genau das, was man erwarten würde. Er ist unser Verbündeter. Oder zumindest hielt ich ihn dafür. Ich zeigte ihm, dass der Stab sicher ist, und er schnappte ihn sich. Befahl seinen Rittern, uns zurückzuhalten. Er hat alle drei Insignien, meine Freundin. Alle drei! Ich weiß. Was geschah dann, Laurel? Wir versuchten, Widerstand zu leisten, doch wir waren seinen Rittern nicht gewachsen. Danach stellte Fürst Bakaru die Insignien zur Schau und rief sich selbst zum Druidenkönig aus. Und er befahl Free, ihm zu folgen. Und Free tat es. In dem Moment traf Fürstin Arabelle ein. Wartet. Stefan, geht es ihm gut? Graf Stefan, geht es gut. Wo ist Fürstin Arabelle jetzt? Nachdem ich erklärt hatte, was geschehen war, setzten Fürstin Arabelle und ihre Gefährten Fürst Bakaru nach. Ich erzählte ihnen, dass wir gesehen hatten, wie Fürst Bakaru Free auf Ifris Pfad führte. Ich blieb zurück, um die Verwundeten zu versorgen. Doch das hier schmeckt nach der grünen Geißel. Ich gehe mit euch. Habt ihr eine Ahnung, warum Fürst Bakaru Free zu Ifris Pfad bringen sollte? Woher soll ich wissen, was dieser Schurke denkt? Fürstin Arabelle hatte mir erzählt, dass er der emporstrebende Fürst ist. Was durchaus Sinn ergibt. Sobald er seinen Verrat offenbart hatte, warfen seine Ritter die Mäntel ab und offenbarten sich als Mitglieder der Emporstrebenden. Ihr sagtet, er behauptete, der neue Druidenkönig zu sein. Was geschieht jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Abgesehen von Orlight hat noch niemand versucht, den Titel zu beanspruchen. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Reicht es schon, die Insignien zu besitzen? Braucht er deshalb Free, um seinen Anspruch zu legitimieren? Ich bin mir einfach nicht sicher. Es ist jedenfalls schlimm. In welcher Weise schlimm, Laurel? In jeder Weise. Alles, was ich weiß, sagt mir, dass der Druidenkönig die Natur befehligen kann. Er führt sie als Werkzeug oder als Waffe. Wenn der Titel mit Gewalt an sich gerissen wird, so sagt uns die Prophezeiung, dann wird ein Zeitalter der Zerstörung folgen. Die grüne Geißel. Erzählt mir mehr über die grüne Geißel. Sie stammt aus dem Traum von Kasorein, der Prophezeiung des Druidenkönigs. Eine Wahl, ein Wille, ein Bindungswort wird alle Lande segnen oder geißeln. Seitdem man diese Zeilen in den erzählenden Stein gravierte, wurden sie die Grundlage für unsere beiden möglichen Zukünfte. Und diese beiden möglichen Zukünfte sind? Der Segen der grünen Belohnung oder der Fluch der grünen Geißel. Das eine leitet ein Zeitalter der Harmonie mit der Natur ein. Das andere sagt eine Welt vorher, die von einer wütenden und rachsüchtigen Wildnis belagert wird. Zwei Möglichkeiten. Ein Druidenkönig. Und was bestimmt, welche der beiden Zukünfte eintritt? Die Druiden streiten schon seit Generationen darüber. Nach dem, was ihr in Efeuheim fandet, ist klar, dass Kasorein glaubte, die Belohnung würde kommen, wenn man die Zirkel vereint und einen neuen König wählt. Ein Thronräuber hingegen würde die Geißel heraufbeschwören. Ein Tyrann wie Fürst Bakaru. Wir haben Bakaru auf Ifris Pfad verloren. Fürstin Arabelle ist noch da draußen. Hab Dank, Nyron. Die Druidenfreundin und ich werden hier jetzt übernehmen. Laurel, musst du mir so nahe kommen? Also, ja, wir sind Freunde, aber hallo?
Okay, wir machen uns auf. Wir machen uns auf. Ja, wohin eigentlich? Meine Familie ist das erste Mal wieder zusammen, seitdem die Kaiserlichen verschwunden sind. Das ist schön. Die Götter, dass wir überlebt haben. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie durchlaufen können, weil das sieht mir alles so ein bisschen komisch aus gerade. Ich kann gerade leider nicht, tut mir leid. Ich habe meine eigenen Quests zu bestehen. Ich darf hier nicht so schnell laufen, weil sonst bin ich gleich direkt tot. Wegen Fallschaden. Ah, so. Hier drüben. Das ist eine von Fürstin Arabells Gefährtinnen. Fünf Krone, dank sei den Monden. Gefährte, die anderen folgten Fürst Baccaro. Geht und helft ihnen. Fürstin Arabelle ist sehr tapfer. Sie war dem Tod so nah und schon verfolgt sie wieder Bösewichte in ein verlassenes und gruseliges Tal. Schnell, Fünfkralle, ihr müsst hinterher und ihr helfen. Was macht ihr allein hier draußen, Saji? Saji entschied, hier draußen auf euch zu warten, Fünfkralle. Ja, Saji hat gewartet, um euch den Weg zu weisen. Mhm. Es ist so leicht, sich an solchen Orten zu verlaufen, ja? Fürstin Arabelle ist dem emporstrebenden Fürsten gefolgt. Sollte Saji ihn jetzt so nennen? Druidin Laurel und ich werden sie finden, Saji. Oh, vielen Dank, Fünfkralle. Saji geht wieder zurück ins Druidendorf und wartet dort auf euch. Sucht nach Casca. Sie ist eine tolle Spurenleserin. Wenn sie Baccaro noch nicht gefunden hat, wird sie es bald. Mhm. Na gut, dann lauf mal. Tja! Sie haben diesen Weg genommen. Casca! Gut, euch zu riechen. Rivana meint, Baccaro kam aus einem bestimmten Grund hierher. Sein Vorsprung ist nicht groß. Rivana trug mir auf, hier zu warten. Sie wollte sicherstellen, dass Druidin Laurel oder wer auch sonst uns folgen würde, weiß, wo sie sein würde. Sie weiß nicht, was der emporstrebende Fürst genau plant, doch sie ist sich sicher, dass er einen Grund hatte, an diesen Ort zu kommen. Also, wo sind Fürstin Arabelle und Druidin Rivana? Sie gingen nach Westen und folgten Baccaro auf Ifres Fahrt. Baccaro ließ einige Ritter zurück, um uns zu verlangsamen, doch ich habe mich um sie gekümmert. Habt ihr auf dem Weg hierher Saji gesehen? Ja. Er entschied sich, zurück nach Glimmersbergsee zu gehen. Da ihr nun hier seid, werde ich auch zurückgehen. Ich kann im Druidendorf hilfreicher sein als in einer engen Höhle. Ihr mögt es nicht glauben, doch manchmal kann meine Größe auch hinderlich sein. Beißt Baccaro bitte ein paar Mal für mich. Das kann ich nicht versprechen. Das muss ihr Ziel sein. Ja, dann würde ich sagen, dann reiten wir doch mal dahin. Wahrscheinlich da hinten diese Tür, ne? Wenn ich das richtig sehe. Überall bleibt man hier. Vorne ist ein Druide. Hier, meine Freundin. Da. Fürstin Arabelle ist ihnen durch diese Tür gefolgt. Oh, geht mir doch nicht auf den, sagt man. Ich will mich hier gerade unterhalten. Nicht durchschlafen. Los. So. Fürstin Arabelle meinte, ihr würdet uns finden. Sie trug mir auf, hier zu warten und euch den Weg zu weisen. Sie folgte Baccaro, dem emporstrebenden Fürsten, durch diese Tür dort. Geht und helft ihr. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie sich ganz von der Wirkung des Gifts erholt hat. Saji und Casca sagten, ihr könntet wissen, warum Baccaro an diesen Ort gekommen ist. Eigentlich sind es nur Vermutungen. Ifres Pfad ist ein heiliger Ort und solche Orte bergen Macht, wenn man weiß, wie man sie aus ihnen schöpft. Baccaro wird sämtliche Macht brauchen, die er sammeln kann, wenn er seinen Anspruch als Druidenkönig durchsetzen will. Was meint ihr? Zumindest der Steinlehre-Zirkel wird seinen Anspruch niemals akzeptieren, außer man zwingt ihn. Ganz zu schweigen von den drei Allianzen. Baccaro wird mehr als die Insignien und seine kleine Armee von Rittern brauchen, um sein großes Ziel zu erreichen, die Beherrschung Tamriels. Wie geht es Fürstin Arabelle, Rivana? Sie ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung, doch sie sollte sich ausruhen. Dem sogenannten emporstrebenden Fürsten nachzusetzen, könnte in ihrem Zustand auf unterschiedlichste Weise gefährlich sein. Eilt ihr nach, meine Freundin. Sorgt für ihre Sicherheit und kümmert euch um Fürst Baccaro, bevor alles noch schlimmer wird.
Also ich finde ja immer noch, das könnten Schwestern sein. Ich meine, die haben die gleiche Frisur, fast die gleiche Haarfarbe, fast die gleichen Klamotten. Nur halt andere... das war die falsche Tür. Nur halt andere diese Pflanzen Stimmen. Wurden vor kurzem ausgerissen. Diese Tür muss seit ewigen Zeiten verborgen gewesen sein. Das ist Fürstin Arabelle. Was macht sie da? Oh. Vorsicht, meine Teuren. Passt auf, wo ihr hintretet. Oh, verstehe. Macht euch keine Sorgen, meine Teure. Doch ich habe einen Schritt gemacht, den ich nicht hätte machen sollen. Ich schulde Druiden Rivana wohl eine Entschuldigung. Die letzten Nachwirkungen des Gifts scheinen mich ein wenig durcheinander gebracht zu haben. Worauf seid ihr getreten, Fürstin Arabelle? Auf eine Druckplatte, glaube ich. Eine Art Falle, die hier vor wer weiß wie langer Zeit und von wer weiß wem gestellt wurde. Das kann allerdings warten. Ich folgte Fürst Baccaro hier herein. Er traf eine Gruppe von Druiden. Feuersang, glaube ich. Er versprach ihnen Rache an der Steinlehre. Was ist mit Free? War Free bei ihnen? Der Naturgeist? Ja, sie war auch hier. Ich konnte allerdings nicht erkennen, ob sie ein Gefangener war oder nicht. Baccaro meinte, er bräuchte Zen, um mit Ifris Pfad zu sprechen, was auch immer das bedeutet. Ihr müsst ihnen nachsetzen, meine Teure. Was ist mit euch? Wir müssen euch von dieser Druckplatte herunterholen. Oh, da gebe ich euch recht. Doch das ist nichts, was ich schnell machen ließe. Solange ich an Ort und Stelle bleibe, sind wir alle vollkommen sicher. Geht vor. Druidin Laurel kann hier bleiben und dabei helfen, diese hinterlistige Apparatur zu entschärfen. Nun gut, ich folge Fürst Baccaro und Free. Bewegt euch nicht. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich dachte, ich soll den folgen. Ich rühre keinen Finger, Liebes. Geht, meine Teure. Findet Baccaro und Free. Ja, war auch nur ein Scherz. Ich habe übrigens gerade verstanden, findet Baccaro und Frieden. Ich wollte schon sagen. Ich finde hier keinen Frieden mehr und die anderen auch nicht mehr. Komm, wir laufen mal durch. Der Kassierer der Warnung, ihr stellt euch gegen mich, Freunde. Versteht ihr nicht? Ich bringe Frieden für Samuel. Hätte jetzt auch gesagt. Ich mag es nicht, gegen gerufene Kreaturen zu kämpfen. Hallo? Jetzt gehe ich schon mal durch die Tür. Und wieso habe ich eigentlich keine Ulti? Es wird viel schneller gehen. Interessant. Eine alte druidische Beschwörungskammer. Ich will mir diese Gravuren ansehen. Kaska ist doch da. Verdammt sei mein Ungeschick. Wenn nicht der Umstand wäre, dass wir durch diese Falle verzögert wurden, hätten wir hier sein können, um euch mit dieser Kreatur zu helfen. Vielleicht hätte Fürst Baccaro dann nicht davonschlüpfen können. Baccaro beschwor diesen Geist, um die Steinlehre-Druiden zu vernichten und sich um uns zu kümmern. Ich vermute, dass es zumindest teilweise eine Art Prüfung war, um festzustellen, ob er einen Geist rufen und befehligen kann. Zudem wollte er seinen Anhängern beweisen, dass er der Insignien des Druidenkönigs würdig ist. Was meint ihr, wo Fürst Baccaro hin ist? Irgendwo, wo er seine Macht weiter stärken und festigen kann, insbesondere weil er weiß, dass wir ihm nun auf der Spur sind. Druidin Laurel untersucht die Steingravuren. Vielleicht kann sie uns etwas sagen. Seht sie euch an und sprecht mit ihr, meine Teure. Diese Gravuren erzählen eine interessante Geschichte. Seht selbst, Freundin. Untersucht die Gravuren und ich sage euch, was sie meines Erachtens nach bedeuten. Okay.
Wer sich übrigens gerade gewundert hat über den Cut, draußen ist gerade die Müllabfuhr vorbeigefahren. Das wollte ich euch wirklich ersparen. Diese Gravuren zeigen den Druidenkönig bei der Bindung eines Geistes an den Feuersangberg. Ja, ach, da hinten ist die andere. Nur ich bin ganz ehrlich, bei 27 Grad wollte ich jetzt nicht mit zum Fenster hier aufnehmen. Die Gravuren stellen den Geist schlummernd innerhalb des Vulkans dar. Seht ihr die Insignien des Druidenkönigs? Ja, die schon. Den Geist nicht, aber ich kann diese Insignien auch irgendwie nicht erkennen. Diese Gravuren deuten auf eine mögliche Zukunft hin. Seht ihr, wie der Geist erwacht und der Vulkan ausbricht? Es ist eine Warnung. Ich sage immer, wenn man gewarnt wird, sollte man besser darauf hören. Die alten Druiden riefen die Geister des Grüns auf eigene Gefahr an. Nur der Druidenkönig konnte es sicher tun. Deshalb gaben wir diesen Ort vor so langer Zeit auf. Hier riefen sie die Geister an. Zumindest taten es einige von ihnen. Was meint ihr, was diese Steingravuren uns sagen sollen? Wie so viel von dem verbliebenen uralten Wissen kann man diese Gravuren vielseitig interpretieren. Offenkundig sehen wir hier die Geister des Grüns. Naturgewalten im Schoß Ifris. Dann sehen wir einen Geist, der unter dem Feuersangberg schlummert. So wie Fri schlummerte, bevor der Feuersang den Geist erweckte? Genau das. Und der Geist muss sehr mächtig sein, weil der Feuersangberg so heilig ist. Ich glaube, das will uns die letzte Gravur sagen. Lasst den schlafenden Geist ruhen. Seit Generationen ist das die Hauptaufgabe des Feuersangs. Was denkt ihr, was das alles zu bedeuten hat? Ich glaube, Fürst Baccaro plant, den Geist des Feuersangbergs mit den Insignien des Druidenkönigs heraufzubeschwören. Gegen einen Geist einer solchen Größe werden die Armeen Tamriels keine Chance haben. Reist nach Vasdyr und sagt Stefan, dass er seine Schiffe vorbereiten soll. Wir müssen nach Ifelon. Wenn wir Baccaro aufhalten wollen, brauchen wir Hilfe. Geht zum Castel Monar und versammelt die Ritter von Graf Stefan. Ich sorge dafür, dass der Rest von uns bereit ist. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das doch mal. Allerdings werde ich vorher hier einen kleinen Cut machen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge bei Graf Stefan direkt im Castel wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.